Kein Top-Step mal wieder, ey. Tja, ich könnte natürlich jetzt auch meinen Screen einblenden. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Na, egal. Auf jeden Fall begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Omsi 2. Heute auf Aachen-Wahlheim. In der Version 0.9. Mit einer leicht geänderten AI-List. Ich habe nur noch KI-Fahrzeuge drin. In der vorherigen Folge habe ich ja probiert. Mit mehr paar mehr Bussen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Naja, gut. Auch der Bus, da war irgendwie was nicht mit in Ordnung, habe ich gemerkt, weil beim Abbiegen hat er so komisch aufgesetzt. Also ganz komisch. Der fliegt dann auch noch raus. So, soweit zum Fahrplan. Gucken wir doch mal. Ich habe hier den Fahrplan. Muss ich mal rüber. Nochmal. Das ist der Fahrplan. Den fahren wir jetzt nochmal ab. In Hoffnung, dass es dann dieses Mal besser klappt. Also wir werden ausrücken. Als Linie 1 fahren wir dann von Aachen-Bushof nach Aachen-Talboot. Dann werden wir als Linie 52 viermal fahren, und zwar von Talboot nach Bushof und umgekehrt. Und wenn wir dann wieder in Talboot sind, wechseln wir dann zum Schluss auf die 46 und fahren nach Aachen-Waldfriedhof und werden dann einrücken. Soweit erstmal der Plan. Ne, wie heißt es schön? Ich kenne einer, der einer kennt, der sieht da jetzt noch jetzt. Ich kenne einer, der einer kennt, der ist noch wach. Ja, wach bin ich auch schon wieder länger. Zu lang. Wir haben gleich Viertel vor neun und ich bin seit 22 Uhr wach. Boah. Zum Kotzen. Was soll ich denn sagen? Ich bin um 2 Uhr ins Bett und bin schon seit 6 Uhr wieder wach. Ja, du hast ja wenigstens geschlafen. Wow, aber nicht viel. Ich darf heute wieder bis 23 Uhr wieder wach bleiben. Du hast dir den Job selber ausgesucht. Es geht nicht um den Job, es geht um die Tatsache, dass ich bis 23 Uhr Schicht habe. Das heißt, ich darf so lange wach bleiben. Du kannst dich gleich hinlegen. Könnte, ja. Kannst. Könnte. Du hast trotzdem theoretische Möglichkeiten, also kannst du's. Ja, ich könnte. Ich tue es aber nicht. Schwer du dich auch nicht. Mache ich denn jetzt hier? Allem, was kann ich dafür, wenn du so früh aufstehst? Hättest ja noch schlafen können. Was kann ich dafür, wenn ich wach werde von selber? Tja. Könntest dich ja auch jetzt hinlegen und weiter pennen. Nicht. Du hättest die ganze Zeit noch schlafen können. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Ist Das weißt du. das mein Problem? Du hättest aber genauso die Möglichkeit, dich hinzulegen, bis Nein, du habe ich nicht, weil arbeiten fahren musst. ich habe jetzt Termine gleich. Ich kann mich nicht hinlegen. Tja, das ist ja dein Problem. Du könntest die Termine ja sicherlich auch verschieben. Nee. Ich Sicherlich. muss. Nee, Lager, nee. Lagereroberer war, glaube ich, dabei. Finder 0505 hat den Kanal betreten. Einen wunderschönen guten Morgen. Hoch. Ah ne, okay. Ich wollte gerade sagen. Das sieht in meiner Vorstellung so verwaschen aus, aber nee, ist es nicht, okay. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also auf ein neues Aachen-Wahlheim. Mein Gott. Ich war übrigens gestern mit mir am Hadern. Hole ich mir Susi 3 oder hole ich mir Susi 3 nicht? Du hast dich entschieden, es nicht zu holen. Ja. Ich möchte mir auch ein paar Sachen holen. Ja, Problem ist, Susi 3 kostet 70 Euro, ne? Ja gut, aber da. 64 Euro das Hauptspiel, plus noch 4 Euro Versandkosten. Ja gut, aber da ist mittlerweile so viel Content mit bei an Strecken, habe ich gehört. Ja, aber. Aua, teuer. Ja,
Ist immer auch eine gute Simulation, ne? Naja, von der Grafik reden wir mal nicht, ne? Einzig Gute daran ist wirklich die Finder Zugsicherungssysteme. Ob dann das 0505 hat den Kanal verlassen. grafiktechnisch hört es da ja relativ flott auf. Okay. Ich finde die Grafik nicht berauschend. Ja, es muss aber auch nicht alles Grafik-Junkie sein. Es kommt auf den Ah. Nutzen an. Hör mal, es gibt Programme, die laufen auf Textbasis, ja? Und die sehen besser aus als so manche Sachen, die in 3D gerendert werden, ja? Also, Vorsicht. Okay, 3D ist vielleicht übertrieben, aber auch mit Bitmap gearbeitet zum Beispiel. Ja, mit solchen Äußerungen wäre ich ganz vorsichtig. Ein bisschen schöner hätte die Grafik sein können, schon in Zufi 3. Ich finde, sie ist sogar besser als in Zusi 2 und darauf kommt es an. Ja, dass sie besser in Zusi 2 ist, war auch das Mindeste, was zu erwarten war. Ja, also. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du vernünftige Grafik haben willst, werd Lokführer, dann kannst du den ganzen Tag in Real Life Lok fahren. Eine bessere Grafik gibt's nicht. Frage, ist das ein Typ, der Ahnung vom PvP hat oder nicht? Ajax auf einprügeln. Falsches Loadout. Okay. Reicht schon. Verfolgt der mich jetzt? Er stalkt dich. Ich habe nur auf den Mob mit eingeprügelt, dass ich meine Dailies bekomme. Mehr habe ich jetzt nicht gemacht. Mehr wollte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Eine Stunde noch. Dann kommen wir mal auf den Factorio Server. Habe ich Spotify eigentlich ausgemacht? Deswegen. Bisschen laut. Um sie litt zwar immer noch lange, aber nicht so lange wie eben. Ich sag ja, um sie hat irgendwas zerlegt beim letzten Update oder so. Ist irgendwie verdammt lahmarschig geworden, ey. Ja. Ich habe keinen Bock, um sie komplett neu zu installieren. Nö, mach ich auch nicht. Würde ich auch nicht tun. Bei dem ganzen Content bist du verrückt. Na, sobald ich Lotus habe, werde ich um sie wahrscheinlich runterwerfen. Moment. Haben wir keinen Strom? Weil Markus den Strom abgedreht hat. Weil warum soll es denn unnötig idlen? Das ist doch unsinnig. Jetzt mal ehrlich. Nein, ich habe kein Stromproblem, dass der Strom aus ist. Ich habe ein Problem, dass kein Strom da ist. Wo ist jetzt der Unterschied? Rotes und. Genau, jetzt kommt der schon hier. Ich hatte nämlich gerade ein rotes. Rotes Dreieck und kein gelbes. Okay. Na, no, wo war das Problem? Ja, weil wir keinen Strom haben. Ich will nur gerade mal gucken, wo ist unsere da? Wir haben kein Wasser. Nee, wir haben keine Kohle.
Ach so, okay. Soweit ich weiß, sollte gestern erstmal das Holz verfeuert werden. Das Holz ist auch verfeuert. Hat Markus Die Speck jetzt Kiste ist nachgeschaut, ne? leer. Ja. Na. Die Kiste ist nämlich leer. Na, dann sollte Markus vielleicht das doch einstellen, dass wenn keiner mehr im Service, dass der gestopft wird. Warum? Ja, nicht? Da würde man das Leerlaufen verhindern. Ist doch egal. Ja, was bringt dir das, wenn du keinen Strom hast? Ach, ich hab so viel Schweröl. Da ist das Problem. Ja, auch das. War denn schon die erweiterte Raffinerie? Ich glaube nicht. Wasser hatte ich hier unten, dann lege ich mir das einmal rüber. Ah, nee. Rüberziehen. Nee, ich glaube, die KI-Autos X10 und Hamburg sind immer noch zu viel. Sind mittlerweile auch schon wieder bei dem Gigabyte und nichts tut sich. Hey, wir haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Dings. Festbrennstoff. Wow. Ich kann gleich die automatische Zugbetankung fertig machen. Das klingt doch gut. Aber wir können noch gar nicht cracken. Nee, ist noch nicht erforscht, soweit ich weiß. Lass mich raten für die erweiterte. Okay, ohne blaue Potions wird das hier nix. Nee. Brauche ich denn fürs Wissenschaftspaket? Motoreinheiten, elektrischen Erzförderer sowie erweiterte Schaltkreise. So, EDKA, so. Aber zumindest schon mal das reale Wetter. Arm ist doch nicht Kassel, oder? Aachen, stimmt. EDK Aachen. Aachen hat ja auch einen Flughafen. Ja. Das könnte lustig werden. Schon mal rein.
Dann gucken wir es jetzt noch mal. Ja. Stimmt, da war ja was. Ich glaube, so geht das nicht, ne? Na komm, haben Sie. Das ist echt eine einzige Ruckelpartie hier. Beziehungsweise eine Ladepartie. Nee, geht so nicht. Wir müssen wieder gucken, wie waren das, wenn Omsi mich lässt. Also, nee, das sind die. Welcher ist Ruhm? Hast du es jetzt bald, Omsi? Nö. Es ist Omsi, was erwartest du? Nichts mehr mittlerweile, nichts mehr. Und auf Lotus dürfen wir bestenfalls noch ein Jahr warten. Aber vor Ende dieses Jahres wird es wahrscheinlich eh nicht rauskommen. War frühestens vor Ende dieses Jahres. Wenn überhaupt. Ich sagte ja frühestens. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wie gesagt, sobald die Möglichkeit ist, sich für die Alpha zu bewerben, ich mache es. Willst du mich verarschen? Schon wieder keine Ummasten. Wo sind sie denn? Elektrische Erzförderer. So. Na, ja, zumindest hat Schiller funktioniert. Na, immerhin. Einheiten. Würde gerne auch. Ach ja. Stahl, natürlich. Stahlträger habe ich nicht hier unten. Knapp. So. Das haben wir jetzt. Sí.
schöner Schaltwagen. So, spulen wir vor, laden die AI und dann Abmarsch. Sollte nicht so über den Betrieb zu fragen. Der Blinkerton ist aber auch nicht gerade angenehm. Der Blinkerton ist aber auch nicht gerade angenehm. Du kennst den aus dem Iveco noch nicht. Sei froh. Wieso? Noch schlimmer als der vom C2. Ehrlich? Ja. Oh Mann. Oh, den hatte ich eben auch schon. Oh. Der ging mir auf den Wecker. Den hatte ich im Capacity. Oh. Hast du eigentlich die Folge von den Autodoktoren schon gesehen, wo der Senior schon wieder da war? Ja. Heftig. Ich dachte, ich fahre mit hohen Drehzahlen an. Ja, der ist ja völlig Banane. Vor allen Dingen, er muss doch merken, dass er das Gas durchtritt. Das ist das Gefühl, wenn du nach Gehör fährst, das merkst du nicht. Ich bin ja echt dafür, dass man ab einem bestimmten Alter zu einer Tauglichkeitsuntersuchung muss und wenn nicht, kriegt man einen kostenlosen Umstieg auf Nahverkehrsticket. Wer soll das? Bärenticket oder sonst was. Die Leute haben genug Steuern gezahlt? Ja. Da kann der Staat mal für eintreten, sorry.
unser Staat mal an alte Leute denken. Guter Witz. Unser Staat ist nur dafür da, dass wir denen unser Geld geben dürfen. Dafür sind die da. Ja, damit die auf Prunk leben können und Scheiße bauen können mit unserem Geld. Dafür sind die da. Mal was für die Bevölkerung tun. Im nächsten Leben, Fabi. Ehrlich. Das ist meine Meinung. Deutschland tut nichts für seine Leute. Rein gar nichts. Außerdem wie der Weihnachtskranz. Das können sie. Motoreinheiten, da. Wo sind sie da? So. Rohre? Ein Stahlträger plus ein Eisenzahnrad. Was war das jetzt? Hä? Hier hat irgendwas gepiept gerade. Ich weiß auch nicht was. Einmal ein Hecksplitter dazwischen. Das war aber knapp. Das sind keine 30 FPS. Scheiß Dienstlagen noch. Vorne waren auch Tunnelfließbänder gehabt, das sind doch. Störungen auf der Strecke von Düsseldorf in Richtung Düsseldorf-Unterrad. Interessiert mich. Doch, interessiert mich! Nur S-Bahn oder? Die Züge werden von Düsseldorf in Richtung Düsseldorf-Flughafen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Okay, nur S-Bahn. Nur S-Bahn.
Trucks Top ist online gegangen. Ah ja, okay. Druck Stuttgart, moin moin, D. Wiefbot, moinsen, wie geht's? Ah, siehst du, da ist er, moinsen. Uff. Vivebot, nein. Vivebot, es geht ganz gut, und dir? Na, wie geht es? Na komm. Los, Omsi, komm. Schwing die Hufe, komm. Ich fahre ohne Hilfsreiter. Oh, schön. Na gut, jetzt bin ich auf die Strecke aufgefahren. Ich kenne hier so aus, wenn ich. Druck Stuttgart den Kanal betreten. Naja. Jetzt hat er es auch mitgekriegt. Meep, 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 meep. Boah, dieser Blinker. Ich dachte mir, wir fahren... Stuttgart, muss. Bin nur noch etwas müde. Das letzte Video von Gronkh von gestern bereitet mir nur etwas Bauchschmerzen. Inwiefern? Mal ein bisschen die. Nee, wir spielen kein Gottmut. Naja, das ist unsere Umlaufkarte. So. Na naja, toll, jetzt genau jetzt. Nee, den. Druck Stuttgart, das auch mit der Rundfunklizenz. Ich bin gespannt, wie sich das auch für andere Streamer weiterentwickeln wird. Ja, das wird noch interessant werden. Ja, ich habe schon gesagt, auch eben zu Fabi, das Thema hatte ich eben mit Fabi auch schon. Sollten Sie von mir eine Lizenz wollen, so. Dann können Sie mich am Arsch lecken. Können Sie mir ins Gesicht springen. Dann hoffe ich, dass er auch Gronkh dann nicht nachgibt. Ganz ehrlich, warum bestellt er sich eine Lizenz? Ist der bescheuert? Gamer halten normalerweise zusammen, ehrlich. Der sollte den auch lieber mal den Mittelfinger zeigen, vor Gericht ziehen. Ja, aber die etwas größeren finanziellen Mittel, das hätte Gronkh in den Ruin getrieben. Glaub mir. Wenn alle das ist großen, nämlich das Problem. Wenn alle Großen mitziehen, also wenn nicht nur Gronkh alleine, sondern wirklich alle Großen wie Feedsmeet und wie sie alle heißen, wenn sie da mitziehen, ja? Dann sähe das wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Wie teuer soll denn diese Lizenz überhaupt sein? Mehrere tausend Euro? Ja, genau. Und die kann ja auch so ein kleiner Streamer mal eben aufbringen. Mich nicht in die Karre.
Ganz ehrlich, wenn das so weit kommt, dass selbst die Kleinen oder die ganz Kleinen dafür eine Lizenz brauchen, ne? Ja, dann wird das, wird Twitch aber ganz schnell auf die Fresse fallen. Weil Twitch dann gar nicht mehr so viel an Leuten kriegt. Dann suchen sich nämlich die Leute alle irgendwelche Alternativen. Dann gehen sie nämlich alle wieder zu YouTube oder zu was weiß ich wo. Dann werden sie alle wieder Videos hochladen. Dann ist ja nichts mehr mit Livestream. Die Leute sind nicht doof. Druckstucker, ein gerichtliches Verfahren hätte Gronkh in den finanziellen Ruin getrieben. Zudem wurde er von der LMA regelrecht dazu genötigt, sich eine zuzulegen. Also zum Thema Gronkh hätte nichts gemacht. Er hat was gemacht. Er hat sich nämlich einen Anwalt geholt. Und das ist aber der Landesmedienanstalt laut Gronkh. Er hätte keine andere Wahl gehabt. Ist uns egal. Leider. Guck, wie du es machst. So war es nämlich eigentlich. Gronkh hat schon alles Mögliche getan. Es ist einfach nur abartig, wie die Leute in Deutschland behandelt werden mittlerweile. Wie ein Stück Dreck, das merkt man immer wieder. Die ganzen Mitbürger sind alles nur noch Dreck. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, wenn auch die großen YouTuber wie Liv Floyd und sowas sich dazu tun, ja, dass die Sache da ganz anders aussieht. Weil irgendeiner muss mal gegen diese Staatswillkür angehen. Es kann ja nicht sein, dass alle sich das gefallen lassen. Und immer brav ja und arm sagen, ja, ich kaufe mir diese scheiß Dreckslizenz von 1 Million Euro. Wenn das so weitergeht, wird das nämlich unser Ruin. Fahr doch, Junge! Der steht doch da nur. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir gerade mal auf. So, wir müssen jetzt abfahren, aber ich kann nicht abfahren, weil ich muss hier erstmal unseren Apparillo einstellen. Linie 1. Ja, toll, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Das war richtig. Ne, nix 11. Bringt eh nichts, weil da komme ich jetzt gerade nicht. Die 1 ist da. Na nee. Route 7 fahren wir. Wie Boot hat den Kanal verlassen. Naja, jetzt kommt er auch. Hallo. Ja, ich weiß, ich habe aber schon Heizung an. Was soll ich machen? Ja gut, gegen Dunkelheit kann man was tun. Nö. Licht gibt nicht, kostet extra. Ist nicht im Fahrpreis mit inbegriffen. Ja, ne? Druck Stuttgart. Gronkh hat sich meiner Meinung nach keine Verwürfe zu machen. Dein Freund hat das eben ja schon gesagt, was Gronkh auch im Video gesagt hat. Er, sein Anwalt, haben wirklich alles nur Erdenkliche probiert. Bitteschön.
Ja, aber ich glaube, dass man eben halt nicht alles Erdenkliche genug getan hat. Wie Boot hat den Kanal betreten? Ich glaube nämlich eher, dass man sich da wirklich mit mehreren zusammentun muss, als nur einer alleine. Bonk hat sich doch schon mit dem Pete zusammengetan. Ja, aber selbst das war, glaube ich, noch zu wenig. Wird Deutschland schon merkbar zu haben, weil es sind ein paar gute Steuereinnahmen, die flöten gehen. Ist ja nur die Werbung, die weniger geschaut wird. Und das sind ja nur die Plattformen, Twitch und so weiter, die daran kaputt gehen irgendwann. Nö. Aber das ist ja, dass Twitch sich aus Deutschland zurückzieht. Das kann sein, aber sonst nix. Hansmannplatz. Ja, das kann natürlich. Ja, aber Twitch ist, glaube ich, ein deutsches Unternehmen. Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber ich meine, die sind ein deutsches Unternehmen. Nein, Twitch liegt in den USA. Ja, doch. Was habe ich denn letztens da gelesen? Mal ein bisschen Fliegers. Gehört nämlich der Amazon Incorporated. Guck mal so zur Info. Ja, mittlerweile ja. War Twitch vorher deutsch? Keine Ahnung. Nee, war es nicht. Es steht ja nicht mehr bei Wikipedia, dass es deutsch war. Twitch ist ja, glaube ich, aus JustinTV erstmal entstanden. Das ist klar. Twitch selber war bisher immer amerikanisch, soviel ich weiß. Ich weiß nicht, ob Justin deutsch war, das ist es ja gerade. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, Frisco. Also auch USA. Okay, USA, ja. Was macht ihr da? Blücherplatz. Blücherplatz. Wie das klingt. Druck Stuttgart. Ich habe oft gehört, dass eine unabhängige Kommission, nennen sich EUCA oder so ähnlich, jetzt prüfen will, ob das, was die LMA macht, überhaupt rechtens ist. Das wird noch sehr spannend werden. Glaubt mir, Kappa. Ah, der Europäische Gerichtshof befasst sich damit. Ja, das ist super. Womit? Ja, mit der Sache, was die LMA macht. LFM. Oder LFM. Er hat jetzt LMA geschrieben. Da befasst sich wohl noch der Europäische Gerichtshof oder so ähnlich noch mit. Es ist Ländersache. Ob da der EGH was tun kann, ich bezweifle es. Ah doch, weil das ist eine sehr starke Einschränkung ins Internet, würde ich mal sagen. Das geht schon in Richtung Trump, in dieses Zwei-Klassen-Internet. Hallo. Weil das Internet ist bei uns immer noch frei. Ja, Trump sägt sich eh noch irgendwann selber ab. Falsch. Na, glaube ich nicht, dass der sich selber absägt. Ah doch, der ist gerade auf dem besten Weg dahin. Ja, dafür hast du aber zu viele Vollpfosten, die da rumlaufen. Die fechten den ja noch nicht mal an. Ach komm, dein Spruch, letztens war geil. Ich kontrolliere den Gericht, in das Justizministerium oder so, war ungefähr der Wortlaut. Ich habe nur gehört, dass die das jetzt überprüfen möchten. Das sagen auch mehrere unabhängige Quellen. Ja, da sollen die ruhig prüfen. Ganz ehrlich, ich wäre auch so froh, wenn da rauskommt, dass das nicht rechtens ist, was sie da machen. Das würde ich so feiern. Aber da würde ich gleich einen 48-Stunden-Livestream drüber machen. Glaub mal. Nee, das hältst du nicht durch. Ah, doch.
Fall mehr. Glaub mal, wenn du so aufgeputscht bist, kannst du mit Alkohol und sowas nachhelfen, dann wird das schon gehen. Frequenz haben kann man gedrückt, ja, habe ich. Wieso fährt der? Wieso läuft die? Ich hatte einen grünen Pfeil. Das heißt, ich habe alleiniges Grün. Da dürfte eigentlich nichts fahren, nichts laufen. Naja, Map-Entwickler. Denk dran, ne? Immer mit Fehlern anderer rechnen. Ja. Die Teilnahme im Straßenverkehr erfordert gegenseitige Rücksichtnahme. Nee, gar nicht wahr. Wie war der Paragraph 1 nochmal? Ach egal, scheiß drauf. Man muss es ja nicht auswendig können. So, dann stellen wir jetzt schon mal in Ruhe um. Wir haben jetzt die, ich glaube die 52 war das, ne? Ja, genau. Die 52 haben wir jetzt. Ich war doch, glaube ich, irgendwie auch noch ein Schalter für. Nee, auch nicht. Oh fuck, ich baue jetzt da in die Richtung, wo ich eigentlich gar nicht hinbauen wollte. Ach egal, jetzt ist doch zu spät. Was ist das, Türschalter? Ach ja, hier. Ah. Da ist der Schalter. Genau, jetzt ist es auch beleuchtet. Genau. So, wir waren hier zugange. So, Linie 52 haben wir jetzt. Die Route 1 ist das. Aachen Bushof H1, genau. Auch wenn er es außen nicht anzeigt, aber es steht hier oben in der roten Schrift. Und das ist wichtig. So. Rausgehen. So. Würde ich sagen, machen wir mal 19 draus. AI ist geladen. Ach, dieses schöne Leerlaufrappeln. Steigt jemand ein? Nee, ne? Nö. Ich stehe ja hier an der Haltestelle. Aber hier, da spawnt keiner hin. Das ist immer ein bisschen schade, dass du hier an der ersten Haltestelle dann ohne Leute abfährst. Oh, na gut, egal. Und vor allem den zentralen Umsteigepunkt, ne? Talboot? Hä? Talboot? Nein, einen zentralen Umsteigepunkt. Seit wann ist Talboot denn ein zentraler Umsteigepunkt? Bushof. Oder du fährst zum Bushof oder was? Ich fahre zum Bushof, ja. So. Ich bin gerade Talboot, aber da sind auch viele Linien. Kann man auch schon als zentralen Punkt sehen. Klick, klick. Ludwig Forum. Die Ansagen sind hier wenigstens schön laut in dem Bus. Der Kollege steht im Stau.
Wir sind eine Minute zu früh. Okay. Guten Morgen. Morgen. Naja, sind wir mal gespannt, was bei Gronkh da rauskommt. Wenn das wirklich so ist und wir uns alle dann eine Lizenz holen dürfen, ja dann gute Nacht. So, ich mach mich dann mal weg. Mach dich mal bis weg. Bis morgen. Ja. Bis morgen. Tschüss. Huch. Das finde ich ganz so gut. Vor allem, wieso geht der ohne Kupplung rein? Interessant. Your channel question mark will be read up timed out from Mac Software Community and support today. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der muss aber noch auf der Kreuze gewesen sein oder was? Wie das aussieht. Egal. Mir egal. Der rollt wenigstens schön weit weg. Ja, da ist eh kein KI mehr, dann kann er mich auch am A legen. Stuttgart, also ich bin da wirklich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das könnte noch spannend werden, Prinz. Ja, das wird auch noch spannend werden, weil allein der Ruf vieler Millionen Streamer dadurch auf dem Spiel steht, ne? Fahrschein, bitte. Guten Morgen. Du möchtest eine Kinderfahrkarte, ne? Äh, 70. Das ist aber zu wenig Geld. Ach, ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Guten Morgen. Morgen. Platz. Ja, da bin ich mal gespannt. Das wird noch was geben. Ampelaufteilung hier ziemlich bedeppert. Wer guckt denn bitte schön nur nach oben, um abbiegen zu können? Das macht keinen Sinn. Leckt alles hier irgendwie so ein bisschen.
seit dem letzten Update hier, was dieses Pflicht-Update, läuft OMSI eindeutig schlechter. Ne, immer noch nicht, okay. Jetzt darf erstmal der Kollege, okay. So, dürften wir dann jetzt auch endlich mal oder heute nicht mehr oder erst morgen? Oder doch eher übermorgen? Mein Gott. Ah, wir dürfen. Oh, dieser Regen macht das Anfahren echt schwierig. Hä? Wieder einer reingefahren oder was? Hinter 0505, R2D2. Wiefboot, hallo Finder 0505. Kannst ja sogar schreiben, super. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. 82, bitteschön. Ja, das war auch zu viel. Bitteschön. Finder 0505 hat den Kanal betreten. Talk Stuttgart. Ach so, zum Thema von letztens. Habe heute Morgen wieder davon gelesen, dass eine 17-Jährige und 14-Jährige letztes Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt überfallen wurden. Ich frage mich eher, was die um die Uhrzeit alleine da machen, Kopfschütteln. Ja, sehe ich genauso. Was machen die da? Lass mal überlegen. Also wenn ich der Vater gewesen wäre und hätte das rausgekriegt, die hätten von mir übelst ein paar auf den Hintern gekriegt. Da kannst du davon ausgehen. Ey. Wie gesagt, die Schlagzeile sollte nicht heißen, 17- und 14-Jährige überfallen, sondern was machen die 17- und 14-Jährigen da um die Uhrzeit? Ist ja nicht normal. Ich habe so das Gefühl, es frickend jetzt stärker, ja doch. Ich glaube, wir wechseln zum anderen Scheibenwischer. Finder 0505, bist du der A2D2, der damals gerne mal bei SCHWABEMC zugesehen hat? SCHWABEMC, nee, ich glaube nicht. SCHWABEMC, lass mich mal kurz gucken. Was hat denn der SCHWABEMC immer gemacht? Ich habe den, glaube ich, auch als Freund, den Schwabe im... Finder 0505, Poker. Finder nee. 0505, Arma 3. Ja, Arma 3 könnte sein, ja. Aber Poker habe ich, dabei habe ich mich nie so für interessiert. Arma 3 könnte sein, habe ich ab und zu mal reingeschaut, ja. Hallo? Ah ja, hier unten. 2. Finder 0505. Hab dir sogar, wenn du es bist, einen GFX-Sound gemacht, der R2D2 hieß. Nee, dann bin ich's nicht. Nein. Nein. Dann bin ich's nicht. Hm.
dann liegt eine Verwechslung vor. Das ist jetzt euer Ernst? Du lässt mich? Gut. Finder 0505 hat den Kanal verlassen. Liebe Twitch-API, ich verlasse mich darauf nicht, wenn jemand geht. Na, ein bisschen zurückstehen, damit wir überhaupt noch gucken können. Irgendwas wollte ich jetzt. Ja, genau, hier, ich wollte das Dashboard umstellen, genau. Ja, der Kanal R2D2, der ist leider weg. Darum habe ich hier den Stuttgart. Ich frage mich da auch, ob die Eltern um ihre Kinder überhaupt besorgt sind oder ob die denken, dass das in Ordnung so ist. Die meisten Eltern kümmern sich nicht mehr um ihre Kinder. Denen ist das scheißegal, was die machen. Und wenn sie dann nachts um, was weiß ich, 2-3 Uhr meinen, auf der Kühe da rumtanzen zu müssen, ja, dann sollen sie doch auf der Kühe rumtanzen. Das ist die Einstellung der heutigen Elterngeneration. Das war ein bisschen viel Gas. Ich versuche gerade hier irgendwie mein Mikro ein bisschen anders hinzufrimmeln. Aha, jetzt ist. So, versteht man mich jetzt besser? So. Warum wir eben so scheiße angefahren sind, warum er immer so gestockelt hat. Die Haltestellenbremse war drinne. Druck Stuttgart, denn sollen sie wenigstens Verhütung und nicht so einen Mist in Welt setzen. Und ja, man versteht dich besser. Verhütung, was ist das? Ugh. Verhütung? Ach, brauchen wir nicht. Drauf losgemacht und dann ist gut. Aber dann wundern sie sich, warum sie auf einmal ein Kind in der Welt hier gesetzt haben. Naja. Also, weil dann die Frau ist wieder zu feige ist, das Kind abzutreiben. Ja, du bist auch nicht mehr ganz Knülle, ne? Platz. Fahrt doch mal, Mann.
Bleib auf deiner Spur. Ich habe das Mikro nämlich jetzt gerade mal links neben mir hingestellt. Das heißt, das zeigt jetzt seitlich in meine Richtung. Und sollte dementsprechend jetzt ein bisschen lauter und besser sein, weil... Naja, ist einfach so. Ich muss mir unbedingt mal ein Headset holen. Ja, das kommt dran, wenn ich mal Zeit und Geld habe. Gewitterfurzer hat den Kanal betreten. Gewitterfurzer, hallo. Da muss ich mir leicht das Lachen verkneifen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Eine Kurzstrecke. Eine Tageskarte. 7 Euro. Danke. Beziehungsweise 7 Mark. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Noch eine Tageskarte. Ja, kriegen wir hin. Bitteschön. Tabets hat den Kanal betreten. Gewitterfurzer hat den Kanal verlassen. Forum. Aachen, Talbot. Einen wunderschönen guten Tag an den neu dazugekommenen. Ich habe das übrigens letztens mal ausprobiert, ne, ohne den Bot. Hör mal, meinst du, ich habe irgendwie mal gerafft, dass da irgendjemand mit mir geschrieben hat im Chat? Eiskalt ignoriert habe ich ihn. Und dann sagt er zu mir, mach den Bot aus. Der danach. Ich so, nee, ich lasse den Bot an. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst überhaupt nicht auf den Chat reagiere. Ich bin dann so vertieft im Spiel, ich gucke noch nicht was mehr auf den Chat. Tabbles, aha. Jetzt wird mir der Name auch angezeigt im Bot. Manfred, halt die Klappe! Ehrlich jetzt. Ganzen Tag nur am Meckern, der Kerl. Echt. Als wenn er nichts anderes zu tun hätte. Ach, du bist doch Knülle. Tabets hat den Kanal verlassen. So.
stellen wir die Uhrzeit vor auf 49, 50 Sekunden, das klingt gut. Hier kommt eh keiner, Abfahrt. Da kommt keiner. Da ist grün, dann wollen wir das gleich mitnehmen. Ludwig Forum. Das schöne Ludwig Forum. Zurückschalten, damit der vernünftig beschleunigt. Schon wieder eine Minute. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? Guten Morgen. Die Heizung ist schon an. Morgen, Kurzstrecke. Ja, guter Herr, das weiß ich. 2, 4, 5, 10. Bitteschön. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, aber gerne doch. Geh auf die Schublade. Bitteschön. Und macht Spaß, mal zur Abwechslung, um sie zu sehen. Die Ampel kann sich auch nicht entscheiden, ob sie uns anmelden soll oder nicht. Was ist denn hier los? Wir haben grün, aber nichts wert. Ah, interessant. Oh, der fährt einfach mal über rot, alles klar. Druck Stuttgart, nur ist schon ganz nett. Etwas mehr Action als gewohnt. D. Ein bisschen mehr Action als gewohnt. Willst du damit sagen, dass LKW-Fahren langweiliger ist, ja? Und sag nichts, ich bin die Tage Multiplayer gefahren. Das war ziemlich aufregend. Mann. Ja, sorry, ich muss auch irgendwie bremsen. Seitdem OMSI jetzt wieder funktioniert, bin ich richtig happy. Also, dann werden jetzt auch richtig viele OMSI-Folgen kommen. Da kannst du davon glauben. Druck Stuttgart. Jemand, der 1715 Stunden im S2 hat, kann das nicht langweilig finden. Inwiefern? Du jetzt. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe nämlich mehr Stunden. Nö, ETS ist ja auch cool. Druck Stuttgart, das will doch was heißen, Kappa. Ja, das will doch was heißen. Druck Stuttgart heißen. Ja, ich bin ein bisschen schlimmer mit meinen 8000 noch was. Wie gesagt, aber ETS 2 wird auch noch kommen. Ich
Hör mal, Kollege, du blockierst die Kreuzung. Naja, in Umsee habe ich nicht ganz so viele Stunden, habe ich glaube ich nur 5000. Ach ja. Naja, ETS gibt es ja auch länger als Umsee, das muss man ja dazu sagen. Wir wollen es ja fair halten. Wenn ihr hier jetzt weiter so macht, dann ist hier gleich die ganze Kreuzung zu. Es ist die ganze Kreuzung zu. Okay. Ich hab Zeit. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ruckstubka. Die beiden blockieren sich gegenseitig. Das ja. Wird nichts mehr, D. Ich hab Zeit. Irgendwann greift die KI dann doch wieder. Dem einen ist es schon zu voll, der wiegt jetzt rechts ab. Das sag ich doch. Ha, guck mal. Ha. Na gut, okay. Er blockiert immer noch, aber ich fahr jetzt dran vorbei. Das ist mir sonst zu blöd. Ach, da kommt gerade die Müllabfuhr. An der Kreuzung kriegen wir keine Anmeldung. Ja, wie gesagt, was ich mir vor Umsee definitiv noch holen möchte, ist einmal Hamburg, Hafen City und den Van Hool AGG 300. Und dann bin ich mir noch am Überlegen, ob ich mir später mal Rheinhausen und Aachen hole. Weil die sollen ja auch nicht gerade schlecht sein. Aber bis dahin verbringen wir erstmal hier auf unserer Freeware-Karte Aachen-Walheim. T-Rex, Dino, Dorado, Moin, Wiefboot, Moinsen, wie geht's? Ja, Moinsen. Wiefboot, hallo T-Rex, Dino, Dorado. Kannst ja sogar schreiben, super. Schön, dass du da bist. Der T-Rex Dino Dorado, das ist auch wieder ein interessanter Name. Wie kommt ihr eigentlich alle auf diesen Namen? Echt interessant. Ich finde das cool. Na? Wollt ihr nicht? Nö. Ihr wollt nicht, okay. Oh, jetzt wird's interessant. T-Rex Dino Dorado hat den Kanal betreten. Na, haben wir auch gemerkt, dass er endlich drin ist? Ach, diese Twitch API.
So. Dann wären wir auch schon wieder am Aachen Bushof. Diesmal müssen wir uns, glaube ich, den Bussteig nicht teilen. Nein, diesmal ist der Bussteig für uns ganz alleine. Und da stehen aber viele Leute. Ja, nu regt euch ab, ey. Guckt, dass er rauskommt, dann ist gut. So, in der Zeit stelle ich hier schon mal um. Route. Ah ne, wir müssen einmal so, zack, zwei. So. Hallo. Viele Leute. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Ah, diese hakelige Steuerung gerade. Ja, ich habe das schon verstanden, dass sie eine Fahrkarte haben wollen. Keine Angst. Zwei, drei. Bitteschön. Hallo. Hallo. Wie geil ist das denn mit der Stimme, ja? Der eine findet es geil, der andere findet das überhaupt nicht geil. Das ist wieder so ein strittiger Themenpunkt. Hat er das überhaupt gerade vorgelesen? Hallo. Guten Morgen. Einmal normal. Jo. 280. 3, 5, 10. Bitteschön. Einmal normal. Manfred. Du bist nicht normal. Wie oft soll man dir das eigentlich noch sagen? Bitteschön. So, haben wir jetzt alle drin? Können wir jetzt mit unserer Minute Verspätung fahren? Alter, leckt das gerade. Ah ja, okay, der Kollege wartet auch schon auf uns. Anmeldung ist erfolgt. Ja, das ist mein kleiner Helfer. Mein. Weil ich passe sonst auf den Chat nicht auf. Und dann kriege ich wenigstens mit, wenn jemand was sagt. Wenn es zu viele Leute wären, dann kann man das auch nicht mehr machen. Aber da wir so unter uns sind, geht das. Stell mir da so einen Gronkh vor, ich glaube, der wäre selbst 3 Stunden nach dem Stream noch nicht durch mit dem ganzen Vorlesen der Nachrichten. Das stelle ich mir dann schon recht kompliziert vor. Vor allem würde man dann, glaube ich... Dino, Dorado, wo hast du die Map her, wenn ich fragen darf? Die habe ich aus dem Omsi-Forum, das ist die Karte Aachen-Wahlheim 0.9. Die ist aber auch schon ziemlich lange draußen. Ich kann dir aber nicht sagen, ob es überhaupt noch erhältlich ist. Da bin ich überfragt. Hansemann Platz. Talk Stuttgart, da kannst du dir sicher sein. Beim zweiten Friendly Fire Stream hing die Anzeige mit den Spendern am Ende dann auch eine Stunde hinterher. Oha. Ja, aber kann ich mir gut vorstellen. Das ist, ja nicht gerade klein, was Gronkh da an Fangemeinde hinterherzieht. Meinen Kollegen lässt du raus, aber mich nicht. Was bist du für eine Sau? Ihr seid beide Säue.
Boah, Leute, fahren! Komm, fahr! Hallo, gib... Ey, nee! Jetzt dreh ich aber durch, ihr könnt mich mal. Ich lasse euch jetzt nicht alle rein. Boah, dankeschön! Ey! Blöcher Platz. Das ist doch nicht wahr. Ah. Ja, wie gesagt, du musst mal gucken. Ich glaube, im Omsi-Forum unter reale Maps, da findest du die. Also Marcells Omsi-Forum, ne? Ich meine, da müsste sie sogar noch drin sein. Kostenlose Alternative zur Payware-Karte Aachen. Ah, leck. T, Rex, Dino, Dorado, ja, hab schon gefunden. Na, siehste. Aber nicht wundern, das ist jetzt nur ein kleiner Penta, den wir hier haben. Also, das ist, glaube ich, jetzt die... Ist das schon die letzte Tour? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist die letzte Tour bis zum Aachen-Talboot und dann geht's Richtung Aachen-Waldfriedhof. Dann wechseln wir die Linie. Diesen Sinn verstehe ich nicht. Warum warten die, bis die Rechtsabbieger gefahren sind? Und warum wartet der Rechtsabbieger jetzt auf die Geradeausfahrer? Was ist hier die Logik, bitte? Einsteigen will wohl keiner. Da ist alles frei. Ludwig Forum. Boah, diese Ansagen. Sind ja echt furchtbar. Nee, will keiner. Okay, sind wir heute sparsam mit Fahrgästen. Die sind alle am Bushof eingestiegen. Aachen, Talbot. Hat das aufgehört mit Regnen? Nee, immer noch ganz leicht. Nieselregen. Da kann ich aber manuell wischen, da brauche ich nicht unbedingt die kleinste Stufe. Naja, komm, lass mal doch an, sonst bin ich ständig am Ein- und Ausschalten. Ey, fahr mich nicht in die Karo, Kollege. Sah gerade so aus, als wenn er rollen würde.
Okay, da ist ein Einser. Ich halte mal Abstand. Ich hoffe, das klappt. Ja, es klappt. Schön. So, und dann fahren wir nämlich jetzt, glaube ich, genau. Genau, jetzt war der Linienwechsel. Ha, siehst du? Sehr gut. Wir fahren jetzt die Linie 46. Sieht gut aus. So, und die Route, weiß ich nicht, 1. Walheim? Nee. Zwei. Das ist wahrscheinlich zurück. Nee, okay, hier ist es auch nicht. 3. Aachenwaldfriedhof. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. So, dann spulen wir mal wieder vor auf 19. 19. So. Und die Türen schon mal zu, weil einsteigen tut hier eh wieder keiner. Nö, da ist aber nicht meine Haltestelle, die ist hier drüben. Hätte da hinkommen können. Selber schuld. Forum. Ich glaube, die Strecke kennen wir jetzt mittlerweile in- und auswendig. So oft sind wir die hin und her gependelt. Wird das wieder stärker mit Regen? Bisschen, ne? So, Ludwig Forum. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Tageskarte, ja. Kriegen wir hin. 2, 3, bitteschön. Tja, tut mir leid, die Heizung bollert schon. Ich habe hier schon... Ja, hier, ich habe hier schon die volle Heizung an. Da. Ja, als Heizung anmachen kann ich nicht. Ich kann natürlich die Klimaanlage anmachen, aber das hilft uns nicht viel. Müssen sie leider ein bisschen frieren. Oder sich dicker anziehen. Ich sitze ja auch nicht im T-Shirt hier. Und dann hab meine dicke Jacke an. So, aber wenn ich dann gleich im Betriebshof stehe, ist Feierabend. Dann reicht's für heute. Druckstucker, so bin jetzt schon wieder weg. Muss noch was erledigen. Bis dann. Alles klar. Dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Wiedbot hat den Kanal verlassen. Viveboard, du bist bescheuert.
Außerdem ist das eine Lüge, der Vivepod ist noch da. Platz. Ich finde die Ansage geil, ich feiere die irgendwie ein bisschen. Blücher Platz. Also nach dem Motto, ich freue mich voll. Blücher Platz. Was denn? Ich bremse doch ganz normal. Ich hab noch nicht mal scharf gebremst. Hallo? Soll ich mal scharf bremsen? Jetzt mal ehrlich. Gott, ist nicht kalt. Ja, tut mir leid, die Heizung ist leider kaputt. Eine Kurzstrecke. Vivepod hat den Kanal betreten. Na, ist der Vivepod. Stubka hat den Kanal verlassen. Hallo. Eine Hallo. Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Kriegen wir hin. Bitteschön. Einmal Kurzstrecke. Oh, mit dem 10 Markschein. Dankeschön. 2, 4, 5, 10. Bitteschön. Einmal Kurzstrecke. Zwei, drei, vier, fünf. Bitteschön. Okay, ich weiß zwar nicht, worauf du wartest, aber okay. Macht euch von meiner Busspur weg. Das ist meine Busspur, nicht eure. Ihr habt hier gar nichts drauf zu suchen. Die gehört nur Bussen. Hallo. Die gehört nur Bussen. Nee, Busse. Bussen? Keine Ahnung. Die ist nur für Busse. Ihr nix Busse, ihr Auto. Ihr weg. Tschüss. Tschüssikowski. Rechts ran, Fari. Rechts rüber, Fari. Oder links in Grünstreifen. Mir egal. Meine Spur. Hallo. Das interessiert dich gar nicht. Das interessiert ihn mal sowas von eiskalt nicht. Ist mir egal, dass hinter mir ein Bus ist. Ich stehe hier. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Bus hinter mir, ist mir egal. Ich steh auf Busspur, ist mir egal. Kommt keiner durch, ist mir egal, ist mir egal, egal. Oder was? Ey, hallo! Da hinten war grün und nix fährt. Oh, 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 oh. Es rollt. Es rollt. Okay, der hat schon mal verstanden, dass das hier eine Busspur ist. Ah, die haben jetzt alle verstanden, dass das hier eine Busspur ist. Schön. So macht alle Platz. Danke. Platz. Oh, das Spielchen hatten wir doch eben schon. Nicht mit mir. Das Spielchen mache ich nicht nochmal mit. Nee.
Nicht heute. Aber die Performance ist irgendwie nicht ganz so doll. Ich glaube, ich muss doch wieder die M&R-Fahrzeuge reintun. Na komm. Ich glaube, meine Frau hat gerade kurz reingeguckt, wenn ich das richtig gesehen habe, in den Besucherzahlen. Frauchen, du solltest arbeiten und nicht gucken, was andere machen. Egal, ihr hört mich eh nicht. Die kann ja nicht mit Ton hören. Tag. Heißt das? Das hat geknallt. Da hat der Affe mir die Vorfahrt genommen. Ich glaub's nicht. Fängt das stärker an zu regnen an? Ja. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. Einmal Tageskarte. Man könnte auch wenigstens mal guten Tag sagen. Wenn man schon eine Fahrkarte möchte. Danke. Na, von und zu? Na, immerhin danke, Kenzo. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Gerade zurückschalten. Einmal normal. Ja, kriegen wir hin. Macht 280. Hallo. Bitteschön. Einmal normal. Bitte. Hallo, einmal normal. Ja, dann kassieren wir direkt weiter. Guten Tag. Danke. Bitteschön. T-Rex, Dino, Dorado hat den Kanal verlassen. Eine Fahrkarte, aber klar doch. Bitteschön. So, liebe Leute, können wir jetzt... Hey, wir sehen mal was Neues im Stream. Bushof. Elisenbrunnen. Einmal Schüler bitte. Einmal Schüler. Oh, mit einem 10-Mark-Schein. Oh. 2, 3, 4, 5, 10. Bitteschön. Hallo.
Tag. Guten Tag. Einmal Tageskarte. Immer Tageskarte. Macht 7 Mark. Danke. Bitteschön. Jo. Wenn hier für den Individualverkehr links rum ist, warum kamen mir dann eben ein paar PKWs und LKWs entgegen? Interessant. Alter Posthof. Ach ja. Elf Grad draußen. Bäh. War es heute Morgen noch kühler? Dienstlagen. Rot, ne. Du lässt mich. Okay. Was meckert ihr denn jetzt alle hier rum? Hab ich euch irgendwas getan? Einen normalen Fahrschein. Ja, prima hin. Bitteschön. Eine Tageskarte. Ja, bitteschön. Miserieur heißt das, glaube ich. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ich bin kein Aachener. Rein vom Logischen her würde ich das so sagen. Gucken wir mal. Ja, wir kriegen eine Anforderung. Schön. Dann bleiben wir mal hier stehen. Dann hoffen wir mal, dass die Anforderung auch vernünftig ist. Ach ja. Entschuldigung. Oh, hier stimmt aber einiges nicht an der Ampelkreuzung. Uiuiui. Hier ist irgendwas schief gegangen.
Da muss, glaube ich, mal im Editor geschaut werden, was da los ist. Irgendjemand hat hier die Ampelschaltung verhauen. So wie das aussieht. Böse. Hoffe ich, dass unsere Ampelschaltung nicht betroffen ist davon. Ja, das kann man leider nicht im Editor sehen. Wobei doch, man müsste ja eigentlich sehen, welche Ampelphasen geschaltet sind. Fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Jetzt machen wir mal ganz schnell, dass wir hier wegkommen. Jetzt haben wir den gleichen Problem. Bahnhof. Na komm, Omsi, lad die KI. Lebt Omsi noch? Ja, Omsi lebt noch. Komm. Hier steigen aber genügend Leute aus. Will keiner einsteigen? Scheinbar nicht. Oh, zwei MR-Transporte hintereinander. Mein Gott, das nennt man dann einen Konvoi. Normaluhr. Normaluhr. Ah ja. Normaluhr. Anstatt Normaluhr. Na, ich glaube nicht, dass das zusammengesprochen werden soll. Normaluhr. Normaluhr. Hallo. Ja, super. Jetzt wollen wir auch nicht mehr Gas geben. So, einmal anmelden. Hier geht die Anmeldung wenigstens.
gucken wir sind die 46, also links rum. Rosenquelle. Da brennt doch schon wieder die Lampe für den Haltewunsch. Gillesbachtal. Na komm. Ich hasse es mitten in der Kurve. Frequent hat den Kanal verlassen. Na komm, Momsi. Komm. Kommt da Gewitter? Klingt so komisch. Irgendwie ist die Performance nicht gerade optimal im Moment. Frequent hat den Kanal betreten. Marienhospital. Hallo. Eine Tageskarte. Hallo. Eine Tageskarte. Jo. Passend. Schön. Dankeschön. Da kommt doch tatsächlich ein Gewitter. Ich glaube, ich werde bekloppt. Thank you.
Heisberg. Bayernallee. Bayern haben sich auch fast überall verewigt, ne? Furchtbar. Ja, seit dem Update leckt irgendwie um sie nur noch. So gefühlt. Alter, kann das mal aufhören? Es nervt. Ständige Grummel. Ich dachte aufhören, nicht lauter werden. Aachen, Siegel. Ah, das ist, glaube ich, die letzte Haltestelle in Aachen, ne? Bevor es dann rausgeht. Oder? Ah, die kriegen wir noch, die kriegen wir noch. Ja, die kriegen wir noch. Ah, ne, nicht ganz. Pass auf, vielleicht fängt das noch enorm, sie an zu gewittern. Bismarckturm. Hättest du nicht anhalten brauchen? Deppert oder was? Hallo. 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 Waldfriedhof. Waldfriedhof. So. So. Alle raus, ne? Ja. Können wir mal ein bisschen rasanter fahren.
Ach, Omsi, warum rennst du jetzt schon wieder schwarz? Vor 3 Sekunden ging noch alles und dann funktioniert wieder alles nichts. Ach, diese Omsi-Logik, echt. Obwohl die Pfeile fehlen. Sehr schön. Warum sie, du bist doch so bescheuert, echt. Warte mal. Warte mal, hab ich die im ich glaube, die ist im Omsi-Ordner, ne? Ja, diese ist noch nie überall drin. Aber in Aachen-Wahlheim ist sie drin. Nee, da noch nicht, nein. So, da es hier gerade am Gewittern ist. Ah ja, jetzt kommt das Gewitter hier an. Nee, aber irgendwie will er nicht. Nee, Omsi mag die Mod gerade nicht. Ah nee, doch, funktioniert.
Na, das war doch richtig. Na, ja, ansonsten beim nächsten Mal. Ich weiß ja, dass ich ihn dann habe. Nimmt dem ruhig die Vorfahrt. Passt. Da kommt aber jetzt auch ein Hagel runter. Morgen soll Schnee geben. Ach, Ampel, komm, mach. Ich möchte auf den Betriebshof. Dann gibt es dann ein anderes Mal die Fortsetzung von der Route 1. Beziehungsweise vom Umlauf 1. Warum fährst du nicht? Okay, schon verstanden. Grummel, grummel. Ah, hier funktioniert das Gewitter irgendwie nicht. Schade aber. Änderungen wurden erfolgreich gespeichert. Na komm. Machen wir mal ein bisschen rabiater. Fabian joined Marcus. Fabian switched channel to Haupthouse on Marcus Spawnhouse. Was? Fabi schon wieder Marcus da? Marcus switched channel to Haupthouse on Marcus Spawnhouse. Aber er hat keinen Bock mit mir zu quatschen. So klar.
Da passe ich nie hinter. Jetzt hänge ich die ganze Zeit hinterm Kollegen fest. Obwohl, komm, der steht... Na, nee, da bist du... Okay, bis ich aus dem Arsch komme... Nee, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Betrifft aber nur die orangenen Pfeile anscheinend. Dieser Bug. Naja, Omsi. Na komm. Der Kollege der Elf. Na kommt. Oh, da drüben backt die Textur durch. Da hat die aber einer genau auf Kante gesetzt. Hätte die um Millimeter versetzt, wäre es alles kein Problem gewesen. Oh, wir kommen überraschend gut durch. Ach, guck mal. Die Pfeile haben sich wieder erholt. Die Pfeile sind wieder sichtbar. Doch, sind wir einmal im Kreis gefahren quasi.
Und ich weiß, warum ich hier drüben links war. Aber wir sind zu schnell. Tut mir leid. Wir haben noch 11 Minuten, um auf den Betriebshof zu kommen. Liebe Ampel, da steht kein Bus. Na, oh, schon wieder am Hageln, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da rückt ein Kollege aus. Gronkh streamt Loom. Ja, warum nicht? Ja, hier kommt jetzt wieder die Kreuzung des Grauens. Es hagelt übrigens schon wieder. Hört man sicherlich aufs Dach pritzeln. Da fliege ich nicht mehr drüber. Wenn ich da drüber fliege, nee, dann haben wir verloren. Dann haben wir ein dickes Problem. Wie? Das war's schon wieder? Echt eine tolle Ampelschaltung.
Kann das mal aufhören mit Hageln? Mein Fenster ist gleich weiß von Hagel. Das Wetter wird auch immer bekloppter. Wir haben einen Pioretten-Dreher an der linken Ampel, sehe ich gerade. Everybody dance now, da 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 da. Everybody dance now. Ich glaube, der weiß gerade nicht, wo er hin soll oder wo er hin will. Das scheint weg zu sein. Hat den Farmer kräftig gescheppert und jetzt war es dann wieder. Ich sag ja, das Wetter ist echt bescheuert. Da hat der Bus sich aber gerade etwas gesträubt gegen. Fahr doch! Da rückt der nächste aus. Noch einer. Genau, dräng mich ruhig mal auf den Parkstreifen. Alles klar. Läuft bei dem Kopf. Der Kollege vor uns hat aber auch ein Problem. Ups, da ist der Gang aus Versehen reingelegt worden. Jordan, du 22.000 hat den Kanal betreten. Einen wunderschönen guten Tag. Wiedwood hat den Kanal verlassen. Oh, haben Sie uns einen Spurwechsel? Oh, jetzt ist es egal. Wiedwood hat den Kanal betreten. Da ist ein Grünfall. Eigentlich hätte ich alleine grün. Lieber Mapbauer, das ist falsch.
So, jetzt kriegen wir einen Fahrt. So. Nein, wir warten jetzt keine 313 Minuten. Ich breche jetzt den Fahrplan ab. Fahre auf einen leeren Platz. Mach Feierabend. Ich habe lang genug gestreamt. So. Licht aus. Das Licht an, das alles aus, das aus, das aus, das aus, das aus, Heizung alles aus, das alles aus, so, Fahrerkarte war nicht gesteckt, so. Dann bleibe ich hier drin. Ist eh ein Sauwetter. So, machen wir noch den Scheibenwischer runter. So. Scheibenwischer aus. So. Dann war's das. Für heute. Und es gewittert schon wieder. Muss die spawnen. Ich fahre beim nächsten Mal damit einem anderen weiter den Kurs. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und dann würde ich sagen, war's das. Blitz, Blitz. Oh, der war sehr nah. So, dann höre ich auch auf mit Stream. Wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß bei den anderen Videos auf YouTube. YouTube-Videos findet ihr bei Twitch wie immer unten drunter. Genauso auch bei YouTube. In der Videobeschreibung findet ihr den Twitch-Kanal. Und tschüss.